Ah ja, man sieht jetzt auf jeden Fall schöner den Schatten. Ich weiß nicht, ob der letzte, ob der auch da war. Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass er mir aufgefallen wäre. Ah, hier werde ich verlangsamt auf dem Boden. Da ist... An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf ihre Transformation. Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Ja, Religion ist eine tolle Sache. Auf jeden Fall. Die Kerle. Oh, da hinten bewegt sich irgendwas. Oh ne, da schwimmen diese. Ach ne, das sind das so Reden. Ich dachte jetzt, das wären diese Kerle, die Dingens von Menschen verwandeln. In die da dann rumsaugen, diese fliegenden Viecher da. Wohndeck, Lobby, Speisesaal. Ja. Das, in 10 Minuten gibt's Essen, haben sie doch gesagt. Na dann will ich jetzt, verlange ich jetzt meine Portion Essen. Ich glaube, das stand schon lange nicht mehr auf dem Boden in menschlicher Sprache, oder? Auf den letzten Part habe ich nicht gesehen, dass irgendwas stand. Jetzt steht da mal wieder was in Aliensprache. Mein Herz braucht, also nicht meins, sondern das von Isaac. So, da. Ah, da sind die Kerle mit den Armen. Die rollen ein bisschen rum. Ist hier auch einer bei mir? Nein, ich sehe keinen. Kommt der durch die Tür? Ich mag es nicht, da. Oh, der haut in die Lüftungsschächte ab. Ah, dann kommt er wohl später zurück. Ah, da sehen wir auch mal das All wieder ein bisschen. Ausblick nach draußen, hier sind ein paar Spiele-Dinger oder irgendwas. Mehr Plasma-Energie. So, wir müssen weiter nach oben, ja. Das, vielleicht haben wir dann... Oh, nach unten. Hat er nicht nach oben? Oh, warte, nein. Wow. Oh, nee, das will ich schon wieder. Das teilt sich auch. Oh, Seegang. Das geht so nah. Mann. Noch einer. Das ist scheiße. Viel zu viele Viecher. Oh, was? Nah. Jetzt habe ich das letzte Viecher. Ah, was soll denn das? Das sind die kleinen Dinger. Wie soll ich die denn alle treffen? Ach, ja, das. Ja, komm, wenigstens der Kopf ist jetzt schon mal weg. Weg mit dem Dreck. Und wer will seinen nächsten Kopf verlieren? Sieg an ihm, Junge. Ich krieg doch nachladen, was zur Hölle? Nachladen. So. Ah, ich hab doch drauf geschossen. Mein Gott, lauf. Lauf, Isaac. Bewegung wollen wir sehen. Den Sport, die Aktivitäten hier. Ah, schieß. Ich drücke Leerter, dann schießt. Ah, ich hab keine Medikamente mehr. Was soll denn das kleine Scheiß hier? Jetzt packt er mich auch noch. Komm, schlag mir irgendwas ab. Erledige ihn. Irgendwas macht irgendwas tolles Eisen. Das ist jetzt. Jetzt. Mann, Junge. Wo bist. Wo sind die ganzen kleinen Viecher? Zur Hölle. Wo? Jetzt. Mann. Mann. Bleibt liegen. Versäcke. Wer will da noch was? Ich benutze Medipack. So, Kopf. Ja, der Kopf ist schon leer. Ach, komm, der nächste Kopf. Ja, da habe ich dich, du kleines Dreckstück. Ja, ja. Komm, komm, wo ist der nächste? Yes! Zerstampfe! Komm schon! Komm her! Ich erledige dich ohne Waffen! Komm her, lauf, Dick! Ah, lauf! Oh, da ist noch einer. Dann machen wir es vielleicht doch lieber mal ernsthaft. Wenn da noch zwei sind. So. Komm.
Ach, Mann, 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 was für ein Stress. Ach, habe ich mal versucht, mich ein bisschen hineinzusteigern, ein bisschen exzessiv zu werden, ein bisschen eine andere Rolle einzunehmen und ein paar von den Drecksviechern platt zu machen. Dann mit einem ganz anderen Spielstil, wo man total auf Risiko geht, einfach reinknallt, alles niedermetzelt und dann als strahlender Held rausläuft, wenn alles hinter einem explodiert. Oh, ah, da ist wieder einer von diesen Kerlen. Geht's dir gut? Ob der wohl nach mir schlagen würde, wenn ich ihm zu nahe komme? Wow, tut er. Ja. Ja, das ist eigentlich klar, dass er... Ah, er guckt sogar. Guckt nicht so böse. Oh, warte, kann ich ihn noch nicht schlagen? Jetzt bin ich wieder ganz vorsichtig und versuche ihn zu schlagen. Ha! Ach, scheiß drauf. Da ist noch was. Schlüssel. Ah, der erste Schlüssel, den ich brauche. Medipack benutzen. Habe ich noch ein Medipack eingesammelt? Falsche Taste. Da, nee, da ist kein Medipack mehr. Also, wenn ich gleich zum Shop zurücklaufe, dann hole ich mir auf jeden Fall noch ein Medipack. Oh, eine Dartscheibe. Lass uns ein bisschen Dart spielen. Komm, Junge, machst du mit? Aber du bist ein bisschen, hast ein bisschen schlechten Winkel. Aber, oh, da habe ich schon genommen. Dann stelle ich mich halt auf diese Seite hier. Dann spielen wir beide unter schweren Bedingungen. Dann ist es wieder gerecht. So ist da. Ah, das sieht aus wie so ein Arm hier. Ah, ne, das ist einfach nur irgendein Ding, das von einer Wand zur anderen wächst. Das wird mich nicht angreifen. Das wagt es nicht, nach dem, was es von mir gerade gesehen hat. Das wagt es einfach nicht. Oh, Plasma-Energie auch noch. Na komm, ich hätte jetzt nichts gegen Medipack. Ja. Scheinbar ist das Spiel dagegen. Oder der Maker. Oder was auch immer. Als nächstes geht's wieder zurück hier raus. Der Kerl mit seinem Pfahl im Kopf. Oh, Pfahl. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und... Und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Alter, der hat mich schon wieder erschreckt. Ich dachte schon, dieses Viech, was ich da hochgehoben habe, hat jetzt irgendwas gemacht. Ja, wir müssen reden. Ich heb dir reden. Ich schlag dir mit dieser Flasche auf den Kopf. Ich werde diese Flasche jetzt mitnehmen, bis ich bei dem Kerl ankomme. Und dann, was ist eigentlich für eine Flasche? Ist das irgendwie ein Wein oder sonst was? Oder ist es ein Schmiermittel? Ich finde, das sieht eher aus wie so eine... Ja, okay, so ein fettes Ding. Ich kann aber nicht... Oh, sie ist von alleine umgefallen. Ach, Geister. Ja, bei den vielen Toten hier muss es ja Geister geben. Wie viel Munition habe ich noch von dem Ding? Warte mal, weil da so ein... eins von diesen Viechern mit den Armen rumlief. Nehme ich mal lieber diese Waffe jetzt. Habe ich... Ja, nachgeladen habe ich jetzt schon. Und Tür öffnen. Mir fällt übrigens gerade auf, dass ich keine Zeit mitlaufen habe. Demnach habe ich... Ach nein! Das finde ich nervig. Demnach habe ich keinen Schimmer, wann der nächste Part eigentlich anfängt und aufhört. Und ich habe jetzt auch keine Lust nachzugucken. Dann werden ein paar Parts jetzt wieder ohne... Ansage ablaufen. Alter. Mann, ich habe kein Medipack. Das scheint mir immer neu aus. So, das kann ich zuerst sehen. So, das sagen. Oh, da ist noch einer. Ah, der ist schon. Den hat's schon erledigt. Oh, Junge. So. Komm. Oh, was soll denn das? Ist das Viech da hinten jetzt erledigt? Nein, oder? Nein, ist es nicht. Warum? Wo ist denn da noch ein Arm? Da sind keine Arme mehr. Ich sehe da keine Arme mehr. Dann sind da auch keine Arme. Wenn ich keine sehe, dann sind da keine. Hörst du mir zu? Wenn ich keine sehe, sind da keine. Dann haben da keine zu sein. Ach, verdammte. Was soll denn das? So, alle drei mit einem Schuss. So. Mann. Was willst du denn von mir?
So, jetzt. Zeig den Blitz. Ja. Ah, komm her. Komm. Ja, das war's. Nachladen. Oh. Jetzt habe ich aber auch verdammt viel Munition für das Ding.